Hallo und herzlich willkommen bei Marokko aktuell. Neu-Delhi-Rabat, 8. Juni 2022, marokkanischer Fußball in Indien. Frauenmannschaft qualifiziert sich für die U17-WM. Es gibt 54 Länder in Afrika. Nur drei davon dürfen zur FIFA U17-WM der Frauenweltmeisterschaft nach Indien reisen. Marokko, Nigeria und Tansania haben sich qualifiziert und es wird stattfinden vom 11. bis zum 30. Oktober 2022. Die Spiele sollen in Bhubaneswar, Goa, Navi, Mumbai stattfinden. Auf welche Gegner die marokkanische Nationalmannschaft trifft, das wird am 24. Juni in Zürich ausgelost. Frauen sind nicht nur als Fußballerinnen bekannt, sondern am 14. Mai 2022 pfiff die erste Marokkanerin ein Fußballspiel, und zwar zwischen dem ASV und dem Atletico de Tetuan. Es handelt sich hierbei um die Polizistin, 34 Jahre alt, Bushra Karboubi. Sehr bekannt und seit 2016 internationale Schiedsrichterin. Die FIFA hat im Mai einen einwöchigen Workshop in Dubai veranstaltet, um mit 25 Expertinnen die Zukunft des internationalen Frauenfußballs zu besprechen und zu planen. Mehr als 200 verschiedene Programme sollen dazu beitragen, den Wachstum des Frauenfußballs voranzubringen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.